Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Maxi und willkommen zu einem weiteren Cards by Mail Opening. Und ihr merkt vielleicht einen kleinen Unterschied, was schon die Audioqualität betrifft. Da haben wir ein bisschen was gemacht, mehr dazu im Video und auch, was hier hinten eigentlich los ist. Aber wir haben 4 Briefe am Start, wenn ich mich nicht irre, und 2 Pakete. Und die schauen wir uns jetzt an. Let's go. Okay, Freunde, ihr merkt schon, wir haben wieder die Draufsicht, ja, wir werden ein bisschen wieder rumprobieren, was so das Video-Setup betrifft. Nicht nur, dass ich die Audioqualität etwas verbessern konnte durch ein paar Feinjustierungen in meiner Software, nein, ich möchte auch mal wieder probieren, mit dem Greenscreen zu arbeiten, denn mir selber gefällt mein Hintergrund, den ich normalerweise habe, nicht so gut und momentan habe ich nicht die Möglichkeit, was Neues dorthin zu stellen, deswegen versuchen wir ein bisschen mit technischen Spielereien das so zu machen wie schon früher. Ja, früher haben wir das auch mit dem Greenscreen gehabt und das hat euch gut gefallen. Versuchen wir das einfach nochmal zu wiederholen und schauen, ob es euch passt. Gut, erster Brief kommt von TCG Gaming Pokémon Star Wars, einem Kollegen, der mich auf Instagram angeschrieben hat. Und da schauen wir mal rein. Okay. Das ist ein bisschen viel. Wenn man eigentlich bedenkt, dass wir, glaube ich, nur 2 Karten getauscht haben. Aber ich freue mich schon mal. Vielen, vielen Dank für eine Menge Bonus 1. Irgendwas Umgedrehtes. Hier scheint mir auch nochmal Bonus 2 und 3 zu sein. Okay, das heißt, hier haben wir schon mal eine Serie, die wir öffnen können. Aber das ist ja anscheinend nicht alles. Darkrai GX, jede Menge Lucarios, Raichu Full Art, Marshadow, Kapuriki, Darkrai, Lucario, Amigento. What?! Weiter geht es hier, warte mal, das ist noch so eine mysteriöse Karte, die wir auf Seite legen. Ein Booster aus Heart Gold Soul Silver Triumph. Ich denke, das ist ein selbstgemachtes, okay, ich dachte schon. Und einmal legendäre Pokémon, hier das Zygarde Holo. Schaut fett aus, ist da noch irgendeine Codekarte dahinter, keine Ahnung. Finden wir das zusammen heraus, Freunde, aber zuerst schauen wir hier uns ein paar Holokarten an. Wir haben Panferno bekommen, Zenlong, Heatran, Costoso und Cresselia plus Bibor als Reverse-Holokarten. Mega. Wir machen weiter mit Bonus Nummer 1, weil er gerade hier vorne liegt. Sind da auch tatsächlich irgendwelche Sachen reingeschrieben worden? Nö, da steht nichts drin. Aber wir gucken, was er uns da noch reingepackt hat. Wir haben Panferno hier nochmal als Reverse-Holokarte. Empoleon Non-Holo und noch ein weiteres davon. Yveltal, Heatran, Keldeo, Zekrom. Und nochmal Keldeo, hier Karten auch aus Schimmernde Legenden. Nummer 3, da wird wahrscheinlich auch nichts drinstehen. Aber schon mal ein Coin ist dabei mit dem Metagross, das wir ja schon mal gesehen haben, aus vielen, vielen Boxen. Ursprünglich kam es ja aus einer eigenen Metagross Premium Collection, die schon sehr, sehr alt ist. Aber die kam so oft wieder in irgendwelchen Blister Packs. Und ja, die haben wir schon oft gesehen. Wir haben noch Alola Dictry, Alola Geowatz und Alola Slimog. Gut, dann starten wir hier los mit dem fleißigen Staffelholz. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir diese Karte getauscht hatten. Und das wäre dann wieder ein Extra. Weiter geht es mit der Metallbratpfanne. Ja, das ist eine Karte, die mir noch gefehlt hatte. Für das neueste Set. Für Grauen der Lichtfinsternis. Genauso wie die Energieaufbereitung als Secret Rare Karte. Super schöne Karten, ja. Spielbar, ja, auch. Bis auf die Bratpfanne, die muss man jetzt nicht unbedingt spielen, aber gut. Weiter geht es mit einer weiteren Karte. Und das ist ein folgender Full Art. Wir sind schon mal bei einem ziemlich, ziemlich heftigen Start angekommen, muss ich sagen. So viel krasses Zeug und noch ein Booster, ein Custom-Made. Also ich bin gespannt, was er da noch reingepackt hat. Nachdem wir hier schon Unmengen an Extras waren, geht es weiter mit einem Keldeo. Keldeo haben wir hier unten schon zweimal gesehen. Und noch ein Alola Geowatz, ein Shaman ist dabei, eine umgedrehte Karte und wieder ein Shaman. Wir haben nochmal Baby Shaman, Manaphy, weitere Keldeo-Karten, das weiße Kyurem, hier auch eine Holo-Karte aus Schicksalsschmiede. Weiter geht es mit Lucario, schönes Pokémon und hier noch einmal Lucario mit vorhersehende Aura. Krass, vielen Dank, voll übertrieben. Warum? Ich verstehe es nicht, ich danke dir trotzdem. So, und der nächste Brief kommt von meinem Kumpel, dem Chris. Ja, den Chris kennt ihr bestimmt. Auch von Card Market oder hier auf Discord findet ihr ihn bestimmt auch. Arbeitet auch mit bei Lotti Cards. Und ich suche ja schon seit geraumer Zeit eine ganz, ganz spezielle Karte. Und ja, was habe ich gekriegt? Was habe ich mir gekauft in diesem Fall? Ich habe mir nach langem, langem Überlegen das Glurak
aus dem Evolution-Set geholt, und zwar das vom Pre-Release, weil das war das einzige Pre-Release-Turnier, an dem ich nicht teilnehmen konnte, und das hat mich im Nachhinein so geärgert, weil ich mir diese Karten alle holen musste, und Mewtwo und Glurak sind relativ teuer, und bei der Gelegenheit habe ich mir gleich zwei geholt, weil er hatte, glaube ich, vier Stück hatte er sogar. Und dann habe ich mir zwei von denen geholt. Also vielen, vielen Dank, Chris, nochmal. Mega geiles Angebot auch da. Die Karten einfach zu haben, ist bombastisch. Und falls ihr es nicht schon mal gesehen habt, ich habe mir auch das Mewtwo damals zweimal geholt, weil ich es ja auch nicht hatte und für meine Mewtwo-Sammlung gebraucht habe. Deswegen habe ich auch diesen Kollegen mir direkt zweimal geholt. Gut, nächster Brief. Ich habe noch ein paar Karten gekauft nach der. Die möchte ich euch auch zeigen. Okay, wir haben zwei Karten. Ihr seht schon, wir haben Mysterious Treasure und Solgaleo GX. Und das ist eigentlich ganz cool, wie ich dazu gekommen bin, weil ich hatte eigentlich ein Tauschangebot vorliegen für dieses Solgaleo. Aber mit dem war ich nicht ganz zufrieden. Und dann habe ich mich selber nochmal umgeschaut, habe gesagt, okay, was kostet die Karte, was kann ich vielleicht da machen? Und ich habe die relativ günstig gekriegt, muss ich sagen. Und bin deswegen sehr, sehr zufrieden, und bei der Gelegenheit habe ich beim selben Händler nochmal geguckt, was der so hat. Und auch hier die Mysterious Treasure Karte hat mir noch gefehlt für das Set. Ich habe sie nirgendwo wirklich günstig gefunden, das heißt, im Schnitt kostet sie irgendwas um die 40 Euro auf Deutsch. Und ich habe ungefähr die Hälfte dafür, oder die Hälfte davon für die englische Karte gezahlt. Und deswegen war das für mich in Ordnung. Ja, ich sammle sowohl Deutsch als auch Englisch, das ist für mich okay. So, und auch hier haben wir ein bisschen was eingekauft, denn aufgrund der Tatsache, dass ich nicht mehr allzu viele Tauschkarten habe oder nicht mehr so viele deutsche Tauschkarten habe, musste ich doch ein paar Karten verkaufen und dadurch wieder Karten kaufen für die Sammlung. Und das seht ihr jetzt. Dialga GX Rainbow Rare. Auch eine Karte, die schön ist, die man aber nicht spielt, aber trotzdem teuer ist, weil eine Legendenkarte. Und die habe ich auch echt wirklich günstig gekriegt. Also ihr könnt euch hier vorstellen, bis auf das Ultra Necrozma, ja, das tun wir nochmal nach hinten, auch mega geile Karte. Palkia GX, Full Art, Yveltal GX Rainbow, Xerneas GX Rainbow. Für diese Karten habe ich im Schnitt 8 bis 10 Euro gezahlt. What? Krass, oder? Ja, natürlich. Und deswegen gucke ich immer ein bisschen, bevor ich dann die Karten auf Deutsch für 25 Euro das Stück antausche. Weil ich möchte den Ordner irgendwie voranbekommen, den Max Rarity Binder, da sollen diese ganzen coolen Karten drin sein. Und dann kaufe ich tatsächlich ab und zu lieber mal Karten. Damit das auch irgendwie vorankommt. Und Ultra Necrozma, für die Rainbow Rare habe ich hier auch irgendwie 20 Euro gezahlt. Genial, also wirklich, wirklich gut. Man muss halt viel gucken und hoffen und fragen und verhandeln. Und dann kriegt man die ein oder andere Karte wirklich günstig. Also mega, mega Sachen. Das sind so die Tauschkarten, beziehungsweise die Sachen, die ich gekauft habe. Fantastische Extras. Die Menge an sich ist einfach wieder mal erschlagend, muss man sagen. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Und jetzt kommen noch zwei Riesenteile. Das war vielleicht mal vorab schon die Info. Die Pakete, beide, sind von der Nadja aus der Schweiz. Und ihr kennt sie. Es handelt sich hierbei nicht um einen Tausch, nein. Sie hat was gesehen, hat gesagt, oh, das könnte Maxi gefallen. Dann schicke ich sie einfach. Und das sind jetzt die Dinge, die wir sehen werden. Nummer 1 ist ein Paket, auf dem Stofftier draufsteht. Und es ist ein bisschen mehr drin als nur ein Stofftier. Ein Brief ist schon mal dabei. Ein Brief ist schon mal dabei, das ist cool. Dann haben wir hier noch ein Packen Karten. Dann ist hier das Stofftier. Ich glaube, sie hätte Stofftier draufschreiben müssen. Hier sind Booster. Und hier ist noch irgendwas. Oh Mann, dieses Mädel macht mich fertig. Ja, die Niki hat auch schon gesagt, krass, Mann. Die schickt so viel. Und es ist alles geschenkt? Ja, ist es tatsächlich. Oh, wie süß. Wir haben einen neuen Freund, und zwar ein sehr, sehr süßes Glumanda. Ich weiß nicht, wie gut man das dann oben sehen wird, aber sehr, sehr putziges Glumanda. Den Kollegen würde ich mir am liebsten hier so auf die Schulter setzen, dass er auch hier bleibt für den Rest des Videos, aber geht das hier irgendwie mit rein? Ja, so halbwegs. Lassen wir den Kollegen erstmal hier und schauen weiter, was es noch gibt. Ich habe ja gesagt, Booster. Und Booster ist echt eine Menge. Hard Gold, Soul Silver, Schwarz und Weiß. Triumph haben wir auch noch hier eins. Unerschrocken, unerschrocken. Und zwei. Das sind japanische, oder? Aber die hier heben wir uns tatsächlich für ein anderes Video auf, weil Opening Stuff. Na, der Kollege muss doch raus. Das wird ein bisschen warm mit dir, mein Freund. Openings lassen wir immer noch für einen separaten Part. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Das ist übertrieben geil. Oh nein! Oh nee! Du bist irre, Mädchen. Es
Es ist tatsächlich ein Evoli. Ich glaube, das ist das einzige Stofftier, über das wir tatsächlich mal gesprochen hatten, die Niki und ich. Warum haben wir eigentlich kein Evoli? Wir haben Pikachu, ja, das ist okay. Und auch so ein kleines Rayquaza-Pikachu und ein Glurak-Pikachu. Aber wir haben kein einziges Evoli. Und dieses Problem gehört jetzt auch der Vergangenheit an, weil wir ein süßes kleines bekommen haben. So, der Kollege würde eigentlich auch sehr gut hier auf die Schulter passen. Aber wir haben auf dem Tisch leider auch hier keinen Platz. Machen aber direkt weiter mit dem Brief jetzt tatsächlich. Den hätte ich zuerst lesen müssen, aber ich war so ungeduldig, dass ich nicht warten konnte. Also schauen wir mal, was die Nadja uns geschrieben hat. Hey Maxi, leider ist mein Urlaub in Thailand fertig und ich schicke dir wie versprochen ein Paket, Teil 1 von 2. Das andere habe ich noch nicht, aber kommt noch. Ich hoffe, du hast Freude. Sehr sogar. Vielen Dank, Nadja. Du bist wirklich, wirklich ein riesiger Support hier für den Channel. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Es sind ja noch ein paar Karten da. Ich sehe schon japanischen Stuff. Und alles eingetütet und ich hoffe... Oh, wow, 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 okay, okay, okay. Wir fangen schon mal an mit einem... Oh Gott, der Tisch ist eigentlich schon wieder viel zu voll. Vielleicht kriege ich das halbwegs hier organisiert. Moment, dass wir uns auch wirklich alles anschauen können, was sie uns geschickt hat. Dann verschieben wir das einfach mal so ein bisschen nach unten, damit ihr immer so im Blick behaltet, was wir hier eigentlich alles haben. Das ist so übertrieben. Ein Psyana, ein Evoli. Wir haben Flamara Suicune als Promokarte. Ein wunderschönes Holo-Omod. Galoppa, Celebi, Stolos, Altaria schaut mega geil aus. Hier das Glumanda ist sogar eine Secret Rare Karte, eine Übernummer. Die 101 von 100. Markbrand, Marmutel, Libiscus, Jiraji, Mogelbaum, Metagross, Shellterra. Ja, heftig. Sogar dieses Shaman ist eine Karte, die wir gesucht haben, weil darauf sich ein kleines Evoli befindet. Falls man das da erkennt, ganz hinten im Eck, da hinten ist ein kleines Evoli. Sehr süß. Traumagil, Quaxo, Manaphy, Markbrand, Octillery. Zoroark ist eine Karte definitiv für mich, weil das, ich liebe dieses Pokémon. Super schöne alte Karten aus dem Schwarz- und Weiß-Set. Nidoking und ein paar japanische Karten. Das schaut auch mega geil aus hier. Das Flammia auf Japanisch. Das Artwork finde ich bombastisch. Ist das nicht sogar wie bei der McDonald's-Promokarte, dieses Design? Weiß ich gar nicht. Impergator, Zorua und ein Bisa-Knopf. Das war der Schadenstransporter, wenn ich mich nicht irre. Super heftig. Also wirklich, wirklich sehr, sehr vielen und herzlichen Dank für diese super genialen Karten, wo du die immer her hast vor allem auch. Ja? Du hast mir zwar erzählt, dass du da einen Shop gefunden hast für alte Booster. Das erklärt ein Stück weit auch diese Kollegen hier, ja, die Booster. Aber trotzdem so viel und das ist ja nur Paket 1 gewesen. Wir haben ja noch ein zweites und das ist sogar sehr viel größer. Schon wieder Brief plus Karten. Fangen wir erstmal mit dem Brief an. Weil wenn sie uns schon wieder was schreibt, dann wollen wir das natürlich auch lesen. So, Briefumschlag weg. Wir haben Karten und den Brief Numero 2. Hi Maxi, wie geht es dir so? So mal wieder was Kleines von mir. Hoffe, es gefällt dir. War nicht billig. Mach weiter so und liebe Grüße aus der Schweiz. Warum? Warum gibst du so viel Geld aus, wenn das so teuer ist? Musst du nicht. Das ist so heftig, ey. Also, ich habe ja schon mal, glaube ich, in dem Video gesagt, ich müsste eigentlich so eine Leiste irgendwo hier einrichten für den größten Sponsor. Kann mich nur tausendmal bedanken und werde es auch an dieser Stelle machen müssen. Vielen, vielen Dank. Wir haben einmal Rotom Japanisch und wir haben ein Glaziola GX Pull Art auf Japanisch. Das schaut auch mega geil aus. Bin ja schon eigentlich ein ziemlicher Fan von diesen japanischen Holo-Patterns. Die schauen einfach geil aus und teilweise von den Farben her sind die einfach intensiver. Und da muss ich echt sagen, Chapeau, Freunde. Hoppa, mir fällt gleich das Bild vom Schoß. Weiter geht es mit der Nummer 2 und einem Mangospector. Unserem dicken, dicken Pokémon, das eigentlich keiner wirklich mag. Und einem Mewtwo GX hier auch. Das haben wir in Schimmernde Legenden bekommen. Das hier auch einmal auf Japanisch ist. Super geile Karte. Auch für die Sammlung, ja, japanische Karten. Auch Mewtwo ist da ein Begriff bei meinen Sammlungen. Deswegen wird der Kollege auch da landen. Nein, Knarksel haben wir hier noch. Und wir machen weiter mit einem Yveltal GX Rainbow. Moment! Jetzt haben wir zwei Stück, jetzt habe ich zwei Stück davon. Oh meine Güte!
Du bist verrückt, ja? Weil wenn du schon sagst, das Bild war nicht günstig, was ist dann hier noch drin? Was ist das hier, Nadia? Was ist das hier? Oh, Backe, okay. Wir haben Bestellpad, glaube ich. Das Bestellpad müsste es sein. Und, oh, da kriegt man echt schon wieder Angst. Ne? Was wird es wohl sein? Es ist ein Palkia GX Fuller. What? Und den haben wir auch zweimal. Fühl dich gedrückt, das ist echt unfassbar, was hier wieder reinkommt. Und es ist ja immer noch nicht das Letzte, denn wir haben noch das hier. Ich glaube, das sieht man von oben halbwegs gut. Ich sehe, oh, na gut, ich habe hier jetzt schon gelesen, blöderweise. Es ist irgendwas mit Dragon Ball und es ist mega geil. Nadia, ohne Mist, du bist die Derbste. Vielen, vielen Dank und ich werde das jetzt einfach machen. Wahrscheinlich jetzt instant wird hier oben irgendwo so ein Maxis größter Sponsor oder so Titel kommen und dann steht drunter Nadia. Mega. Eine kleine Krone vielleicht noch dazu wäre nicht verkehrt, ja, weil das ist schon echt krass, was hier passiert ist. Und generell an alle nochmal vielen, vielen Dank für die tollen Tauschgeschäfte, für die Extras, für die Briefe, die ihr mir schreibt. Ihr seht ja, was hier alles so gelandet ist. Und das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben bald wieder ein neues Set, wieder neue Karten, die wir tauschen können. Und ich freue mich schon darauf, falls ihr Lust bekommen habt, jetzt mit mir zu tauschen. Ich habe nicht mehr allzu viele Karten im Moment da, aber das ändert sich ja ständig. Wir können da immer wieder schreiben. Checkt auf jeden Fall in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Könnt ihr mit mir quatschen, mit der ganzen Crew, ja, mit der Community. Da euch auch in Sprachchats zusammenhängen, über irgendwelche Themen reden. Ihr könnt da tauschen, Bilder austauschen, generell alles Mögliche. Funktioniert wunderbar und der nächste Livestream kommt auch bald wieder im Online-Spiel. Wieder mal 100 Booster öffnen wäre an der Zeit, würde ich mal sagen. Ihr freut euch ja über sowas und mir macht es immer Spaß, mit euch abzuhängen. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da und abonniert den Kanal, falls ihr neu dabei seid. Dann verpasst ihr keines dieser Videos und drückt noch auf die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, sobald das nächste Video kommt. Ja, wisst ihr auch Bescheid. Checkt bei Lotti Cards vorbei, da wird es auch immer mal wieder Videos von mir geben für Produktreviews, falls euch die interessieren. Ja, lasst doch da Kommentare da, was ihr sehen wollt. Dann kann ich wieder ein cooles Video für euch machen. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ja, mal schauen, was wir dann machen. Wir haben auf jeden Fall jetzt Booster, die wir aufmachen können. Ich denke, da werden wir eine Sonderfolge drehen und dieses Nadia-Special einfach mal fortführen. Heute das Unboxing und das nächste Mal das Booster-Opening. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf die nächste Runde und schaltet wieder ein. Bis dahin, Freunde. Viel Spaß beim Spielen, macht's gut und wir nehmen... was nehmen wir eigentlich, ja? Wir nehmen schon eigentlich mal den Boss hier, oder? Weil der ist schon ziemlich Gangster. Also, Freunde, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.